Herzlich willkommen zurück in Microsoft Flight Simulator zum zweiten Teil der A310 Tutorial-Reihe. Und wir haben uns im ersten Teil schon mal angeguckt, wie ist so grob das Overhead-Panel aufgebaut, wie bereiten wir so ganz grob schon mal unseren Flug vor, machen alle Eingaben in die MCDU. Und jetzt sind wir eigentlich schon gleich ready fürs Briefing, hüpfen schon mal wieder zurück ins Cockpit. Aber ich würde sagen, bevor wir das Briefing machen, gucken wir uns noch mal ganz kurz so ein bisschen den Flieger an. Wie gesagt, Overhead haben wir schon im ersten Teil mal ganz kurz drüber gesprochen. Jetzt gucken wir uns hier nochmal die Mittelkonsole und das Lower Pedestal an, dass wir auch bevor wir losfliegen uns schon mal einen ganz groben Einblick darüber verschafft haben, wie unser Cockpit hier denn überhaupt aufgebaut ist. Wir haben also hier auf der linken Seite noch ein paar Knöpfe, um die Helligkeit einzustellen. Hier können wir dann später eventuell unseren Terrain Mode deaktivieren, unser GPWS, falls wir das müssten. Ist aber auch ein Knopf, den man eigentlich in Ruhe lässt. Und dann gucken wir uns jetzt hier mal die primären Fluginstrumente an. Wir haben also hier auf der linken Seite eine Indication für unsere Airspeed. Da können wir also nachher die Geschwindigkeiten ablesen. Wir könnten hier auch mit diesen Bugs unsere V1, unsere VR, unsere V2 und sowas einstellen. Das ist aber dann doch eher noch ein Backup. Ihr seht es hier auf dem Primary Flight Display, haben wir ganz normal, wie aus dem A320 bekannt, schon unser Airspeed-Band hier auch auf der linken Seite. Wir bekommen auch die Geschwindigkeiten hier angezeigt. Wir haben einen künstlichen Horizont. Und wir haben hier auf der rechten Seite dann später auch unsere Indication für den Glideslope und für den Localizer. Hier könnt ihr die eingeredete Höhe sehen. Und auch wie aus dem 320 bekannt schon, haben wir hier oben den sogenannten Flight Mode Enunciator. Der ist beim Airbus Fliegen sehr, sehr wichtig, weil da steht immer drin, was unser Flugzeug gerade vorhat. Das heißt, wenn wir gestartet sind, wird der Flieger erstmal in Vertical Speed und in Heading gehen. Deswegen haben wir auch erstmal Runway Heading eingestellt, hat aber dann hier drunter in Blau einmal Profile Climb und Nav stehen. In Blau Modi bedeuten immer, dass die gearmt sind und sobald der Flieger bereit dafür ist, dann automatisch übernommen werden. Das heißt, wir haben ja hier ausgewählt, wir möchten Profile und Nav haben. In diesem Modi wird der Flieger also dann wechseln, sobald er in der Luft dazu in der Lage ist. Dann haben wir hier unten ganz normal unser Navigation Display, wo wir hier oben immer die Distanz zum nächsten Wegpunkt sehen können, unsere Strecke sehen können, unsere Ground Speed und unsere True Airspeed sehen können. Und das kommt uns eigentlich aus anderen Airbussen auch schon ganz bekannt vor. Dann haben wir hier auf der linken Seite noch einmal unsere VOR-Nadel mit den DME-Mileages. Ist auch eher fürs konventionelle Fliegen gedacht. Wir können aber auch durchaus bei VOR-Approaches diese Gerätschaften hier nutzen. Hier unten das gleiche fürs ADF, also für unsere NDBs, die wir antracken möchten. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite von unserem Navigation und Primary Flight Display einen Vertical Speed Indicator. Da können wir also sehen, wie schnell wir steigen und wie schnell wir sinken. Und dann hier oben ein ganz klassischer Höhenmesser. Dort seht ihr, Luftdruck ist schon eingestellt. Wir sind aktuell auf knapp 140 Fuß hier in Düsseldorf. Und dann haben wir hier rechts davon noch eine kleine Uhr. In der Mitte haben wir nochmal einen Standby-künstlichen Horizont. Kennt ihr ja auch schon aus anderen Airbussen. Eine Indication für unsere Flaps und Slats. Das heißt, die Slats sind die Vorflügel. Die können wir hier auf Stufe 0, 15, 20 und 30 stellen. Und die Flaps, die Nachflügel, die können wir auf Position 0, 15, 20 und 40 stellen. Und ihr seht also, unsere erste Stufe, wenn wir die Klappen und beziehungsweise die Flaps und die Slats ausfahren, ist Slats 15 und Flaps 0. Das heißt, dann fahren wirklich nur die Vorflügel auf Position 15 aus. Mit der zweiten Stufe fahren dann die Slats nicht weiter aus, die bleiben auf 15, aber die Flaps kommen noch dazu mit Stufe 15. Die nächste Stufe danach hat dann Slats 20 und Flaps 20. Und die höchste Stellung, die wir wählen können, ist dann Slats 30 und Flaps 40. Hier haben wir nochmal einen Höhenmesser, ansonsten hier unseren Brake Pressure Indicator, auch den kennen wir aus dem Airbus 320 schon. Ihr seht, die Parkbremse ist aktuell gesetzt, deswegen haben wir einen relativ hohen Bremsdruck gerade drauf. Und hier unten ist noch unser Braking und Anti-Skid System. Das fassen wir in der Regel auch nicht an, wir checken nur einmal, dass das auf Norm und auf On steht. Rechts davon seht ihr einmal die Auto-Brake, Low, Medium und Max. Das ist genau auch wie im 320, das heißt die beiden Modi können wir für die Landung benutzen. Und Autobrake Max ist für den Fall des Rejected Takeoffs. Hier unten drunter haben wir eine Memo-Seite. Das heißt, hier unten bekommen wir irgendwelche Meldungen angezeigt, die flugrelevant sind. Jetzt aktuell ist es eine gelbe Meldung, die uns sagt, dass die Kabine vorne links nicht geschlossen ist. Ist aber vollkommen normal, weil darüber steigen ja gerade unsere Gäste ein. Ansonsten können wir hier unten, wie auf dem ICAM im A320, dann sehen, welche Systeme zum Beispiel gerade in-op sind und auch eventuelle Aktionen, die wir dann ergreifen müssen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es geplant haben. Dann die größte Umstellung vielleicht hier dieses Engine-Instrument. Und zwar haben wir das ansonsten ja auch im A320 in digitaler Form. Hier ist das eben noch in Rundinstrumenten, aber es sind letztendlich die gleichen Informationen, die wir angezeigt bekommen. Wir haben also hier einmal fürs linke und fürs rechte Triebwerk die N1, also die Rotation von der vorderen Welle vom Triebwerk. In der Anzeige hier drunter die EGT, die Exhaust Gas Temperature.
Darunter gefolgt dann unsere N2, also die hintere Welle im Triebwerk, die ja zuerst hochdreht beim Triebwerkstart. Und dann haben wir hier noch eine Indication für unseren Fuel Flow, wie viel Treibstoff also gerade von unserem Triebwerk genutzt wird. Hier unten haben wir dann noch ein Rundinstrument für unser Öl. Das heißt, hier haben wir einmal die Indication, wie unser Öldruck ist, hier in PSI, das ist die obere Anzeige, und wie unsere Oil Quantity, also unsere Ölmenge aktuell im Flugzeug noch ist. Ihr seht, die Pressure ist natürlich gerade auf Null, weil kein Triebwerk läuft. Die Quantity ist ganz voll, so soll das optimalerweise ausschauen. Und dann können wir hier drüben weitermachen. Hier haben wir ganz normal unsere Lower Econ Page, die kennen wir auch schon aus dem A320. Und zwar können wir dann hier unten mit den entsprechenden Knöpfen zwischen den Systemen hin und her schalten, zum Beispiel die Hydraulikseite aufrufen, da die Hydraulikstände checken. Wir könnten die Conditioning-Seite aufrufen, einmal gucken, wie es gerade in der Kabine von der Temperatur her aussieht und so weiter. Auch das kennen wir also schon aus dem Airbus und ist halt jetzt hier nicht übereinander bzw. untereinander angeordnet, sondern hier auf links und rechts angeordnet. Dann haben wir unsere zwei MCDUs. Hier in der Mitte können wir noch unser ILS mit entsprechendem Kurs eindrehen oder VORs mit entsprechenden Kursen. Um das dann machen zu können, muss man hier oben dann entweder auf VOR stellen, dann könnte man hier unten eine VOR-Station eindrehen oder eben auf ILS stellen. Dann seht ihr, bekommt ihr hier die Indication dazu und hier unten könnt ihr dann euer ILS entsprechend vorwählen. Auf der rechten Seite haben wir ansonsten beim ersten Offizier die gleichen Instrumente wie hier drüben beim Kapitän. Hier oben, das ist unsere FCU, darüber steuern wir dann später unseren Autopiloten. Wir können Helligkeit von PFD, also vom Primary Flight Display, und vom ND, vom Navigation Display einstellen. Flight Director und Flight Path Vector können wir hier ein- und ausschalten. Dann können wir hier später unser Minimum eindrehen, können über die Drehschalter ganz normal uns Constraints anzeigen lassen, AirPods anzeigen lassen und ansonsten hier unser Navigation Display bedienen. Dann haben wir hier ein Panel, um die Airspeed, die Höhe, das Heading und die Vertical Speed einzustellen. Auch das kennen wir aus anderen Flugzeugen ja schon, muss ich glaube ich nicht allzu viel sagen. Und hier drüben können wir dann unseren Autopiloten aktivieren bzw. dann auch deaktivieren. Hier drüben finden wir dann noch das Fahrwerk. Hier können wir dann auch noch einen Landing Gear Test machen, wenn wir möchten. Ihr seht, da unten kam die Meldung. Und dann haben wir noch einen Brake Fan, falls wir mal wieder zu doll gebremst haben. Hier unten können wir unseren Trim einstellen, haben einen Speed Brake Lever, haben einen Thrust Lever, haben einen Flaps und Slats Lever. Auch das kommt uns bekannt vor. Hier unten haben wir die Fuel Cutoff Switches, auch die kennen wir schon aus dem 320 oder aus der 737. Dann mache ich mal ganz kurz die Armstütze hier weg. Hier können wir ganz normal unsere Funkfrequenzen eindrehen, die dann entsprechend auch laut und leise stellen. In unserem Fall möchten wir natürlich gerne auf VHF1 jetzt gerne mithören, können da auch einmal den Knopf noch aktivieren. Und wir sind auf der 1228, damit sollten wir dann also auch funken können. Hier drunter können wir dann unsere ADFs, also unsere NDBs einstellen, über den Automatic Direction Finder. Hier haben wir noch die Parkbremse und dann können wir hier, wenn wir möchten, unseren Squawk eindrehen. Für unseren Flug heute haben wir Squawk 1000, dann schalten wir den Transponder auch schon mal auf XPDR. Wenn wir jetzt noch eine Stellung weiterschalten würden, dann würden wir auch gleichzeitig das TCAS mit einschalten. Wollen wir am Boden natürlich nicht. Hier haben wir dann die Einstellmöglichkeiten, wie gesagt, für unsere ECAM-Page hier oben. Da kann man sich dann entsprechend durch die Systeme durchklicken. Und hier unten haben wir dann noch unseren Aileron-Trim, unseren Rudder-Trim. Und damit haben wir eigentlich alles Wichtige jetzt im Cockpit einmal angeguckt und können uns jetzt also guten Gewissens mit unserem Briefing beschäftigen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier langsam vom Hof kommen. Wir stehen aktuell in Düsseldorf am Alpha Pier. Der befindet sich hier auf der Karte. Machen dann gleich den Pushback, dass unsere Nase in Richtung Norden zeigt. Und dann rollen wir hier in nördliche Richtung über Papa 2 auf den Taxiway Mike. Und dann über Mike einmal bis hinten durch zum Holding Point Lima 2 für die Runway 23 Left. Ihr seht 2500 Meter ab hier. Das war das, was wir als Takeoff-Distanz ausgerechnet hatten. Und dann rollen wir hier auf die Bahn drauf, starten mit den 2,5 Kilometern, die uns zur Verfügung stehen. Das sollte für den Takeoff auch problemlos ausreichen. Und wenn wir dann gestartet sind, geht es über die Doden 9 Tango Departure. Die führt uns erstmal geradeaus auf 232 Grad bis 4,5 Meilen von Düsseldorf. Dort ist dann das Delta Yankee NDB und der Wegpunkt Delta Lima 239er. Und dann geht es einmal in die Linkskurve in Richtung Süden, bis wir das 270er Radial von Germinghausen überfliegen bei 21,5 Meilen von Nörvenich. Dann geht es wiederum in die Linkskurve nach Delta Lima 244 und dann all the way geradeaus bis nach Ilbal. Bei Delta Lima 242 haben wir noch einen Constraint von Flightable 150 or above. Das müssen wir uns noch merken. Und dann geht es bei Elbal in die Rechtskurve auf einen Radial 134 von Barmen. Das VOR, das hier oben steht. Und dann folgen wir dem VOR Radial nach Bezzo. Und dann geht es von Bezzo aus auf 147 Grad nach Doden. Und Doden soll man dann über Flightable 250 sein.
Sollten wir unseren Start abbrechen müssen, bis V1 können wir das auf der Bahn problemlos tun. Und sollten wir schon zu schnell sein, würde es geradeaus erstmal auf 3000 Fuß gehen. Ihr seht die MSA hier 2400 bzw. 2800 Fuß. Heißt, auf den 3000 Fuß sind wir safe unterwegs. Und dann geben wir uns linksrum Radarvektoren hier in den Downwind für die 2-3 Left und gehen hier zügig wieder auf einen neuen Anflug. So viel zum Briefing. Dann können wir jetzt als nächstes unseren Flieger für den Pushback vorbereiten. Das würde ich aber sagen, machen wir dann im nächsten Teil. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich wie immer sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich selbstverständlich auch freuen. Und dann schaut auch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da fliegen wir den 310 und andere Flugzeuge regelmäßig. Und dann sehen wir uns ansonsten beim nächsten Teil wieder, wenn wir dann unseren Flieger für den Pushback vorbereiten, die Triebwerke starten und uns auf den Weg zur Startbahn machen. Bis dahin, macht es gut und always happy landings!